Hallo und herzlich willkommen zu einem Weihnachtsspecial. Ich bin Titus Probst, der Weihnachten sehr liebt. Ich bin durch und durch Weihnachten. Und deswegen will ich euch heute zeigen, wie man auf einem iPad eine Weihnachtsgeschichte sucht. Ja, was brauche ich alles dazu? Ich brauche meine kleine Mitzi. Die Mizi, die habe ich jetzt seit 2 Jahren. Was man hier vielleicht nicht erkennen kann, was vielleicht wie ein Zaubertrick wirkt. Man kann hier sie hochheben und umdrehen. Mizi ist vorn und hinten gut. Naja, also was brauche ich dazu, um eine Weihnachtsgeschichte zu suchen auf dem iPad? Einerseits ein iPad. Andererseits eine Suchmaschine und andererseits ein ruhiges Gemüt, damit man in dem ganzen Hektik-Weihnachtsstress sich es nicht verdirbt. Und jetzt googeln wir alle gemeinsam. Auf der Internetseite Google, also http Doppelpunkt slash slash www.google.com und da geben wir dann ein W-I-N-8 Weihnacht, Wein und 8. Und dann sieht man schon die ersten Vorschläge. Weihnacht, Gedicht, Weihnacht, Wünsche, Weihnachtsgeschichten, Weihnachtslieder, Weihnachtsessen, Weihnachtssprüche, Weihnachtskekse. Weihnachtsmenü, Weihnachtsdessert, Weihnachtsgedichte. Ich habe jetzt dadurch gerade, ich würde gerne ein paar Weihnachtssprüche oder Weihnachtswitze. Ich gebe noch Weihnacht, Wünsche, Witze. Sind alle zu kurz. Zu kurz. Lang genug. Weihnachtswitz. Hashtag 1. Eine kleine Weihnachtsgeschichte. Oder wie kam der Engel auf die Christbaumspitze? Es war einmal, vor langer Zeit, kurz vor Weihnachten, als der Weihnachtsmann sich als der Weihnachtsmann sich auf den Weg zu seiner alljährlichen Reise machen wollte, aber nur auf Probleme stieß. Vier seiner Elfen feierten krank und die Aushilfselfen kamen mit der Spielzeugproduktion nicht nach. Der Weihnachtsmann begann schon den Druck zu spüren, den er haben würde, wenn er aus dem Zeitplan geraten sollte. Dann erzählte ihm seine Frau, dass ihre Mutter sich zu einem Besuch angekündigt hatte. Die Schwiegermutter hat dem armen Weihnachtsmann gerade noch gefehlt. Als er nach draußen ging, um die Rentiere aufzuräumen, zäumen, räumen,
Jetzt habe ich verloren, wo ich bin. Bemerkte aufzuzäumen, bemerkte er, dass drei von ihnen hochschwanger waren und sich zwei weitere aus dem Staub gemacht hatten. Der Himmel weiß wohin. Welch Katastrophe. Dann begann er damit, den Schlitten zu beladen. Doch eines der Bretter brach und der Spielzeugsack fiel zu Boden, dass das meiste Spielzeug zerkratzt wurde. Shit. So frustriert ging der Weihnachtsmann ins Haus, um sich eine Tasse heißen Tee und einen Schuss Rum zu machen. Jedoch musste er feststellen, dass die Elfen den ganzen Schnaps gesoffen hatten. In seiner Wut glitt ihm auch noch die Tasse aus den Händen und zersprang in tausend kleine Stücke, die sich über den ganzen Küchenboden verteilten. Jetzt gab's natürlich Ärger mit seiner Frau. Als er dann auch noch feststellen musste, dass die Mäuse seinen Weihnachtsstollen angeknabbert hatten, wollte er vor Wut fast platzen. Da klingelte es an der Tür. Er öffnete und da stand ein kleiner Engel mit einem riesigen Christbaum. Der Engel sagte sehr zurückhaltend: Frohe Weihnachten, Weihnachtsmann. Ist es nicht ein schöner Tag? Ich habe da einen schönen Tannenbaum für dich. Wo soll ich den denn hinstecken? Hä? Leg mir im Arsch, sagte der Weihnachtsmann und fuhr fort mit seinem Weihnachtsritual. Wahnsinn, Weihnachten, Weihnachten, oh Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle eure Geschenke und seid glücklich mit Weihnachten. Das Wetter draußen ist schön, die Sonne scheint und drinnen ist auch schön. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und Jingle Dells, Jingle Bells. Gute Nacht.